Hello, hello. My name is Danielus and Juliana. And Juliana. And we are from Latvia, a country in the Baltic states. So we made a long journey to be here in Medjugorje. So for me, it's the first time in my life when I'm here. And I'm totally surprised by everything here. That's really, literally incredible. And we are really thankful that we are here and we can represent our country as well. So let's pray for peace. Let's pray just for our world. And only love can save this world. So we love Medjugorje. Mir geht es ähnlich wie den meisten Menschen, die daher kommen. Es geht darum, egal wie sich das ausdrückt, einfach seinen Glauben zu leben und da einfach nicht alleine zu sein. Ich finde es da so schön, dass man einfach von Gott geführt wird. Man kennt den Priester nicht. Man sieht einfach, okay, da ist ein Platz frei, hat sich vielleicht vorher ein bisschen vorbereitet, setzt sich hin, geht zur Beichte und Gott lenkt dieses Sakrament dann so, wie er begegnen möchte. Das hast du sehr schön gesagt, weil vor zwei Tagen ist auch die neue Botschaft gekommen der Mutter Gottes. Und da hat sie gesagt, die Mutter Gottes, sie ist bei uns, um uns zu lieben und zu führen. Und das erlebt man auch in Medjugorje, wie du sagst, man weiß nicht, zu welchem Priester man kommt, aber letztlich ist es geführt. Und ich glaube auch, dass jede Begegnung und alles hier geführt ist, weil die Mutter Gottes jedes Kind kennt und führt. Erlebst du dich auch von der Mutter Gottes an der Hand genommen? Auf jeden Fall. Unabhängig davon, ob ich allein unterwegs bin oder in der Gruppe, ich fühle mich irgendwie getragen und geführt, einfach weil jeder Mensch da mit diesem gleichen Ziel hinkommt, nämlich an der Hand der Maria näher zu Gott zu kommen. Also ich bin der David aus der Steiermark, ich bin 26 Jahre alt und ich bin Lehrer vom Beruf. Ich bin jetzt zum vierten Mal in Medjugorje, aber zum ersten Mal beim Jugendfestival. Und ich kann es gleich vorwegnehmen, es ist wirklich super. Mit Medjugorje verbinde ich persönlich vieles. Ich habe aber so ein Hauptthema und das ist mit Maria. Ich habe immer in meinem Glauben ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit Maria, also Maria so zu akzeptieren in ihrer Rolle als Mutter Gottes und auch als Fürsprecherin für uns. Und das hat sich in Medjugorje geändert. Das hat sich auch vieles anders geändert. Ich war zum Beispiel Lebensbeichte gemacht in Medjugorje. Aber für mich persönlich ist es einfach das, dass ich jetzt Maria so akzeptieren kann und
auch als große Fürsprecherin jetzt an meiner Seite habe. Und das verbinde ich persönlich mit Medjugorje. Ich bin der Lukas. Ich bin der Johannes. Ich bin der Jakob. Ich bin der Leon. Ich bin der Flo. Und wir sind jetzt vor der Kirche in Medjugorje und wollen euch ein bisschen herumführen. Ich glaube, dass Medjugorje einfach das Potenzial hat, dass einfach die ganzen alle Leute, die daher kommen, einfach wirklich ein ganz solides Leben mit Christen einfach kennen. Und sie will uns das einfach lernen. Sie hat das einfach ganz einfach, das ist nur im Steiner, ja. Und sie weiß schon einfach, genau, wie es funktioniert. Und das ist nicht recht kompliziert, das versteht ja jeder. Man muss es einfach nur tun. Der Herr sei mit euch. Durch die Ausbreitung meiner geweihten Hände, dass die Tür fühlt sich alle seligsten zu stehen, dass sie jetzt mal hier ist, seligen Josef zu zeigen, segne und verhüte für wahre und stärke euch für eure Aufgaben, der allmächtige Gott und Vater, der Sohn und der Heilige Geist.